Schmidt. Sie reisen bitte schon unverzüglich nach, wie heißt es gleich, Niederwolpertshofen. Ich weiß selbst nicht genau, wo das ist. Irgendwo auf dem Land eben. Transfer und Logis sind bereits organisiert. Untergebracht sind sie im Wirtshaus. Das ist scheinbar in der Nähe der Kirche. In diesen kleinen Ortschaften ist am Ende doch alles in der Nähe der Kirche. Finden Sie die, finden Sie auch den Rest. Jedenfalls ist Herr Griesbacher, der dortige Bürgermeister, informiert. An sich ergänzen sie lediglich die lückenhaften Physikatsberichte vom Kollegen Drexler. Sie laufen im Ort herum und fragen die Leute nach ihren Verhältnissen und das notieren und berichten sie. Und zwar zügig und vor allem vollständig. Sie brauchen sich nicht zurück in die Stadt trauen, solange nicht jede Einzelheit zu den Menschen in diesem Ort erfasst ist. Und dass mir ja keine Beschwerden kommen, Schmidt. Ich verlasse mich auf Sie. Gezeichnet Haller. Und herzlich willkommen zu der Demo von A Bavarian Tale Totgeschwiegen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, wir haben Aufgaben. Die Ankunft im Ort. Ich habe den Auftrag, die Physikatsberichte für Wolpertshofen zu ergänzen. Ich kann auf keinen Fall mit leeren Händen zurück nach München. Ich sollte dem Weg folgen. Er sollte mich direkt nach Wolpertshofen bringen. Oder folgen wir mal dem Weg. Oh, ich muss mal kurz in der Einstellung schauen. Irgendwie läuft das nicht ganz so flüssig. Hä? Einen Moment. So, mal schauen, ob es jetzt geht. Ja. Könnte besser sein, aber... Naja, ich beschwere mich jetzt mal nicht. Also auf jeden Fall mal... Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Mit Personen und Gegenständen interagieren. Hallo. Wie geht es dir? Nein. Ein Junge steht am Wegesrand und schaut sich um. Aha, grüß Gott, junger Mann. Valentin Schmidt, mein Name. Der Junge schaut zu dir auf. Information fehlt. Sag einmal, was machst du denn alleine hier da draußen? Im Wald? Ich soll schwammer? Ah. Okay, ich muss jetzt mal noch dazu sagen, ich verstehe kein Bayerisch. Wie gut, dass es auf Deutsch steht. Schwammerl? Sind das Pilze vielleicht? Ja, Schwammerl. Sie sind wohl nicht von da. Ja. Pilze such ich. Ja. Sind Sie etwa ein Zugreister? Was? Zugereister? Also, ach so, sind Sie etwa ein Zugereister? Ach Gott. Ja. Nicht doch, ich bin von hier. Nein, machen wir mal ja. Aha. Verstanden. Sag einmal, musst du nicht daheim sein? Heim? Ah, da ist auch nicht viel besser. Da bleib ich lieber draußen. Da findet man immer wieder Sachen, die man sich nicht erklären kann. Vorhin zum Beispiel. Da hab ich beim guten Sebastian auf dem Hof gesehen, wie ein Vogel einen Wurm aus dem Boden gezogen hat. Und wissen's, was ich mir da gedacht hab? Nein. Ich hab mich gefragt... Warum es jetzt genau den Wurm erwischt hat. Okay. Wer entscheidet es den? Der Herr im Himmel natürlich. Ich glaube, dass das alles willkürlich passiert. Fressen und gefressen werden. Der Lauf der Dinge. Der Wurm war einfach dumm und hat mit dem Leben bezahlt. Tolle Aussage. Dazu kann ich nicht sagen. Ich mach mal die drei Fressen und gefressen werden. Ich frag mich, ob ich darauf jemals eine gute Antwort krieg. Irgendwie fürchte ich mich auch vor ihr. Aber jetzt suche ich gerade keine Antwort. Jetzt suche ich leckere Schwammerl. So wie die von der Mama immer gewesen sind. Datten sie mir auch ein paar Schwammerl suchen. Gibt ja Leute, die sagen, dass die geheime Kräfte haben. Also die Schwammerl, nicht die Leute. Ich glaube, 10 Schwammerl sind ein guter Anfang. Nein, dafür habe ich gerade keine Zeit. Vielleicht später. Ach, und hören Sie nur. Wenn Sie den Vater sehen, sagen Sie ihm bitte nicht, dass ich da bin. Ich will nicht schon wieder ein Watschen kassieren. Watschen? Eine Backpfeife oder sowas? Okay, gehen wir mal. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt mit der Demo ist. Habe ich jetzt nur so eine bestimmte Zeit, die ich spielen kann? Eine Laterne? Nee. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das Spiel dann überhaupt kaufen werde. Ich meine, es ist nicht teuer. Für 15 Euro kann man spielen. Nein. Was soll ich denn machen? Was? Eine Brezel. Ich habe eine Brezel gefunden. Was ist das denn hier? Was? Soll ich nicht machen? Hä? Ich sollte eine Brezel essen. Ja, dann nimm sie doch dir. Hä? Ah. Ja, und jetzt? Kann ich hier was tun?
Ich glaube, ich sollte nicht hier lang gehen. Weggehen. Okay, gehen wir mal in die Stadt, in das Dorf. In die Stadt. Ja. Hallo, die Herrschaften, kann ich hier durch? An der Stelle, an der der Weg über eine Brücke in den Ort hineinführt, stehen zwei Männer an einem Feuerkorb. Guten Tag. Wer kann jetzt das sein? Au, oh, wie zwick. Monsters ist er. Na, das glaube ich nicht. So schaut doch kein Räuber aus. Woher willst du das auf einmal wissen? Hast du ihn schon mal gesehen, den Pasqualini? Kommt der zum Karteln zu dir oder was? Lieber einmal vorsichtig, als einmal leichtsinnig. Na, ich würfel lieber als zu karteln. Würfel habe ich immer da. Jetzt hör auf mit deinen blöden Würfel. Dauernd liegst mir damit in die Ohren. Magst er mir jetzt damit auch noch auf die Nerven gehen? Würfeln tat ich immer und mit jedem. Sommerpartie. Ja. Nein. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas, bitte. Ah, jetzt zieh die nicht so. Komm, sprüh mal Runde. Oh, nein, ich hasse solche Spiele. In Spiele. Ich hasse das. Prinzipiell ist recht einfach. Sie müssen nur einen höheren Wert würfeln als die Schwierigkeit. Aber probieren es halt mal. An Rest erklären wir das Spiel. Sixtes, geht doch. Aha. Und wenn sie ein schlechteres Ergebnis beim Würfeln haben, können sie das mit der entsprechenden Fertigkeit ausgleichen. Aber wenn einer die Fertigkeitspunkte ausgehen, haben sie halt verloren. Pech. Aha. Das ist wie bei The Witcher. Da hasse ich auch Gwent. Oder Gwent. Ich weiß auch nicht. Jetzt langsam mit dem Schmarrn. Wir sind im Dienst. Was wollen Sie denn überhaupt? Aha, mein Name ist Schmidt. Ich wurde vom Ministerium in der Stadt geschickt, um hier einen Bericht zu erstellen. Na, das geht jetzt nicht. Corner kommt hinein oder raus. Ah, du nicht. Das ist eine Anweisung vom Bürgermeister Griesbacher. Aber... Er hört mal schlecht bei euch in der Stadt. Das geht halt nicht. Kimmst halt woanders wieder. Da kann man jetzt nichts machen. Meine Herren, ich versichere Ihnen, ich bin kein Räuber. Ah, Bertel. Er sagt, er ist gar kein Räuber. Jetzt sei Start. Welcher normale Mensch schleicht denn so im Wald umeinand? Wir wissen ja nichts über den. Kimmt da einfach so der Herrstrawanst? Wir kennen den beide nicht und darum kimmt er da auch nicht rein. Und gewürfelt wird er auch nicht mehr. Oh, seid ihr unfreundlich. Nun frage ich mich jedoch, ob ich hier draußen überhaupt sicher bin, wenn diese Räuber wirklich so gefährlich sind. Was würde Ihr Bürgermeister denn sagen, wenn mir etwas zustößt? Sie fragen sich, ob ich ein Räuber bin. Ich frage mich, ob wir überhaupt sind. Oder ist die Existenz nur eine Illusion in den Wirren der Zeit? Die beiden hören mir jetzt mal gut zu. Lesen kann ich auch nicht mehr. Sie beide hören mir jetzt mal gut zu. Ich habe Anweisungen von ganz oben und rate Ihnen tunlichst, mir jetzt den Weg frei zu machen. Ach, machen wir mal das Erste. So ein Schmarrn. Oh, geh mir nicht auf den Senkel. Mach einen Schuh. Okay. Vielleicht wäre das Letzte doch besser gewesen. Ja. Aufgabe aktualisiert. Vielleicht kennt ja der kleine Junge einen anderen Weg ins Dorf. Ich sollte zu ihm gehen und ihn fragen. Kann man eigentlich rennen? Nein, ich renne schon. Schneller geht's nicht. Oh, bestimmt müssen wir für ihn dann noch die Pilze suchen oder sowas. Hoff's mal nicht. Hallo Junge, So Junge, die Wachen an der Brücke lassen mich nicht in den Ort. Wie bist du denn an den Wachen vorbeigekommen? Mit einem ganz starken Ablenkungsmanöver. Und dann heimlich vorbeischleichen. Oh ja, die Pasqualinis. Die Band treibt so manchen im Ort braune Flecken in die Hosen. Verstehen's? Da folgt mir ein, dass ich vor kurzem einen Zettel gefunden hab, auf dem der Pasqualini zum Sehen war. Der ist da noch irgendwo. Da stehen bestimmt einige Informationen drauf, die man nutzen kann. Ich bin gerade aber nimmer sicher, wo der ist. Schauen's erna mal bitteschön um. Aber schauen's erna sehr genau um. Verstehen's? Sehr genau. Als ich den das letzte Mal gesehen hab, da stand ich da drüben beim Fassel. Mehr weiß ich aber auch nimmer. Stehen's erna da mal hin. Vielleicht haben's Glück und finden den. Wenn sie ihn finden, dann bringen sie ihn mir bitte. Als kleines Dankeschön kriegst von mir erst einmal 3 Brezen. Die sind lecker und helfen bestimmt beim Suchen. Mhm.
Der Junge hat mich gebeten, einen Steckbrief zu finden. Dafür soll ich mich in der Nähe von dem Fass neben ihm umschauen. Hier soll's irgendwo stecken. Warum geht das nicht? Hallo? Ich habe einen Pilz gefunden. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Ja, dann untersuche ihn doch mal, bitte. Hä? Willst du mich jetzt veräffeln? Oder muss ich hier hin? Oh, ist er leuchtet. Nee, auch nicht. Ja? Hallo? Ich habe einen Steinpilz. Hallo, ich möchte hier durch. Weggehen. In der Nähe von dem Fass. Ach, Fass hier. Passt. Neben ihm umschauen, mache ich doch. Ja, ich. Ich habe jetzt keine. Ich muss Brezeln essen oder was? Ach. Okay, dann ess mal. Ach Gott. Er kann nur, wenn er was isst, pass was sehen. Auf Farben und kreisch auf. Was? Dies war nix. Hat nur Konzentration gekostet. Ja, schön. Danke. Dies ist zwar nicht der Steckbrief, aber Schwammerl sind immer gut. Super! Da ist ja der Steckbrief. Aha, ich muss immer Pfezeln essen, damit ich hier mich umschauen kann. Naja, das kostet ja auch unfassbar viel Energie. Das müsst ihr mal verstehen. Okay, hallo Junge. Ich habe den Steckbrief gefunden. Dann schauen Sie mal auf den Zettel. Da findet man mit Sicherheit was, das man nutzen kann, um die Wachen zum Vertreiben. Guck mal, ich habe noch Pilze. Warte mal, ich habe Pilze für dich. Da. Schwammerl, Mornans. Genau, die suche ich. Wollen Sie mal 10 davon bringen? Ach so, nee, ich habe keine. Keine Ahnung. Ich habe da drauf jetzt keine Lust. Ich will jetzt keine Pilze sammeln gehen. Untersuche. Ach so, den Steckbrief untersuchen. Lesen. Ich fahre immer mit dem Finger über die Zeilen. Dann ist einfacher. Gesucht wird der Räuber Johann Pascolini mit seiner Bande. Dem Gesuchten liegen mehrere Verbrechen zur Last. Darunter Viehdiebstahl, Untreue, Einbruch und Trickbetrügereien. Er entkam der Inhaftierung und ist auf der Flucht. Da war doch was. Der Gesuchte ist von großer Statur, dünn und mit hoher Stirn. Wenn du dich nicht mal konzentrieren kannst, ist er Brezen. Bist das ein Ernst jetzt? Och Mann, das ist ja echt. Oh nee. Ja, ich habe keine Brezel mehr. Och nö, nee. Ich will hier eine Brezel. Ist hier noch eine? Ach Gott. Tja. Das war's dann jetzt wohl. Ich komme nicht mehr weiter. Ach so, noch eine Brezel. Was ist das hier? Eine Blume. Also, ich muss sagen, sowas ist für mich dann immer frustrierend. Dass man erst das tun muss, um erstmal dies tun zu müssen, zu können. Ja. Ich meine, sieht hier alles ganz nett aus. Aber, ach, ich habe einen Beutel gefunden. Als du ihn dir anschaust, entdeckst du einen Brief und etwas Geld. Oh, ich habe Geld gefunden. Der könnte ja auch einfach darüber springen. Wie wär's denn damit? Oh, nee. Ich habe keine Brezeln mehr, also komme ich nicht weiter. Ach, schau mal, hier ist noch ein Pilz. Also müssen wir jetzt 6 haben. Ja. Es fehlen noch 4 Pilze. Vielleicht bekomme ich ja noch eine Brezel. Ah, jetzt noch eine. Einen. Der Junge bat mich, 10 Pilze für ihn zu sammeln. Und ich habe 8 Stück. Mir fehlen 2 Stück. Ah, hier ist noch einer. Noch ein Pilz fehlt mir. Wo seid ihr, Pilze? Da, ich habe Pilze. Gib mir jetzt bitte eine Brezel. Bitte schön. Sonst doch mal her, die Burschen. Hier, schau. Toll, echte Prachtschwammerl. Und wissen's, was das Beste ist? Ich bekomme eine Brezel. Schwammerl sind so... Na, was auch nicht. Wenn ich Schwammerl ist, fühle ich mich immer gleich besser. Probieren Sie es später doch auch einmal. Und was Sie auch einmal probieren sollten, ist das Schwammelragout von der Kathi im Wirtshaus. Das schmeckt, sag ich Erna. Da werden Sie staunen. Oh, ich habe keine Brezel bekommen. Jetzt bin ich aber traurig. Wisst ihr was? Ich versuche es mal wieder von vorne, wenn es geht. Ich weiß nicht, wie das ist mit der Demo, ob man nochmal spielen kann. Würde ich das zum Schluss mal anhängen.
dranhängen. Wenn nicht, dann war's das mit dem Video. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.